Läuft alles wie geplant, dann wird die Raumsonde Rosetta am kommenden Mittwoch das Minilabor Philae auf einem Kometen absetzen. Ein Meilenstein in der Weltraumforschung und ein vorläufiger Höhepunkt der europäischen Raumfahrtmission. Mit an Bord sind auch wissenschaftliche Instrumente aus Österreich, die die Staubteilchen des Himmelskörpers untersuchen sollen. Rosetta ist jedoch nur eines von zahlreichen internationalen Großforschungsprojekten, an denen Österreich derzeit beteiligt ist. Allen voran ist das Europäische Kernforschungszentrum CERN zu nennen, aber auch bei der Europäischen Südsternwarte in Chile oder am Human Brain Project mischen österreichische Forscher mit. Was bedeutet die Teilnahme an Big Science für ein kleines Land wie Österreich und den Wissenschaftsstandort hierzulande? Sind Großforschungsprojekte notwendig? Dieser Frage ist am Donnerstagabend ein hochkarätiges Wissenschaftlerteam bei der Podiumsdiskussion zum Thema Big Science, wie gut kann Österreich Großforschung nachgegangen. Ich glaube, Weltraum kann man nur mit großen internationalen Verbünden letztendlich machen. Also da sind wir schon so weit, dass das fast immer auch global geschieht. Einfach, weil es ist teuer, irgendwo in den Weltraum hinzufliegen, ist nicht jedes Mal so teuer wie die Mondlandung. Die hat so 100 Milliarden gekostet, aber so eine Milliarde ist eine typische Zahl für eine Weltraummission. Da müssen sich viele Leute zusammentun und vorher auch genau überlegen, macht man das oder macht man eher was anderes damit? Wenn wir ein kulturell interessiertes Land sein wollen und Wissenschaft ist Teil unserer Kultur, und wenn wir eine Zukunftsperspektive in dem Europa auch im Wissenschafts- und im Technikbereich haben wollen, dann muss Österreich Anschluss finden, auch in der Großforschung. Man kann diskutieren, wo wir uns teilnehmen, aber wo wir uns beteiligen, aber ob wir das tun, das ist eigentlich keine Frage, weil Wissenschaft ist heute international. Wissenschaft basiert heute in großen Teams. Und Österreich hat so viel Intelligenz und hat gezeigt, kann man nachweisen über die Publikationstätigkeit und über die Ergebnisse, dass wir in diesen großen Teams ganz locker mithalten können mit hervorragenden Ergebnissen. Locker mithalten kann auch Sabine Ladstätter. Die Archäologin ist Grabungsleiterin in Ephesos. Großforschung muss in den Geisteswissenschaften natürlich nicht sein, kann aber sein. Und Ephesos ist ein Beispiel für so ein Großforschungsunternehmen, sowohl personell, wir arbeiten ja jährlich mit 250 Wissenschaftlern, als auch finanziell, wenn man das jetzt vergleicht mit anderen Grabungsprojekten bzw. geisteswissenschaftlichen Forschungsprojekten. Als Großforschungseinrichtung par excellence gilt das Europäische Kernforschungszentrum CERN. Angesichts des stolzen Budgets von ungefähr 1 Milliarde Euro pro Jahr wird an die Betreiber immer wieder die Frage der Verhältnismäßig und Sinnhaftigkeit gestellt. Sie müssen das Ganze immer skalieren. Wie viele Physiker arbeiten daran? Ja? Am CERN sind Größenordnung 10.000 Leute. 10.000 Wissenschaftler ist die Größenordnung, die daran arbeiten. Ja? Und dann ist es auch kein Projekt von, es ist ein europäisches Projekt, ja? Da arbeitet ganz Europa dran. Und wenn man das dann umlegt, dann sind es etwa eine Tasse Kaffee pro Europäer pro Jahr. Das ist die Größenordnung, in der wir uns bewegen. Also wir sollten nicht die absolute Zahl betrachten, sondern was ist die Zahl der Wissenschaftler, die daran noch arbeiten. Das ist, denke ich, die entscheidende Frage. Bei Großforschungsprojekten ist langer Atem gefragt, ganz besonders auch bei den Projektverantwortlichen des Human Brain Project. Das Ziel der Forscher, in den kommenden 10 Jahren mehr oder weniger das gesamte Wissen über die Abläufe im menschlichen Gehirn in eine Computersimulation zu packen. Wenn 112 Institutionen koordiniert werden müssen, komme es natürlich auch zu Reibungsverlusten, aber die Vorteile liegen auf der Hand. Der Vorteil in diesem Projekt ist, dass dieses Projekt die transdisziplinäre Zusammenarbeit von Physikern, Mathematikern, Computertechnikern, Ingenieuren, mit Biowissenschaftlern und Medizinern erfordert. Anders ist dieses Projekt nicht umzusetzen oder sind die Ziele nicht zu erreichen. Und dafür braucht es die vielen Gruppen aus den unterschiedlichen Disziplinen. Manches kann eben nicht im Kleinen beantwortet werden. Davon ist auch der Eröffnungsredner Hannes Androsch überzeugt, der sich von den internationalen Projekten einen Aufschwung für Österreich erhofft. Zu klein und nur allein im stillen Kämmerlein soll auch möglich sein, aber wird sicherlich nicht genügen und nur groß ist auch nicht die Antwort. Viel Freiräume, diese unterstützen
und eine ganz und eine Begeisterung, Überzeugung, einen Spirit, einen auch wissenschaftlichen Entrepreneurgeist möglich machen und eine andere Scheiterungskultur. Das ist ungefähr so, wie ein Kleinkind zu gehen lernt. Im ersten Schritt wird es 100-mal hinfallen und in ein paar Wochen oder ein paar Monaten hat es gehen gelernt und ein bisschen ist nach meinem Verständnis das auch in der Forschung so. Big Science, wie gut kann Österreich Großforschung? Gut, so der Tenor am Donnerstag. Der nächste Schritt wird ein großer sein, wenn die Rosetta-Mission der Europäischen Raumfahrtbehörde ESA den ersten Versuch einer Landung auf einem Kometen wagt.